Doppelmord in Wien. Ein 28-jähriger Somalier hat da wieder zwei Frauen getötet. Was sagen Sie dazu? Beziehungsweise der Mann hat ja auch schon Vorstrafen gehabt, hätte abgeschoben werden sollen. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, ich kenne den Fall nur aus ganz wenigen Überschriften. Ich beglückwünsche Sie, wenn das schon alles so genau für Sie feststeht. Ich weiß das nicht, ob Vorstrafen vorliegen. Ja? Das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass mal das im ersten Wahrnehmen auch einmal Platz sein muss, um hier das Bedauern auszudrücken, dass hier zwei Frauen offensichtlich tatsächlich ermordet wurden. Und alles, was innerhalb von ein paar Stunden darüber hinaus gesagt wird, halte ich für überzogen und aus der Perspektive heraus für einen Fehler. Ich kenne auch die Fakten nicht. Fakt ist, dass er seine Ex-Frau und seine jetzige Frau, seine derzeitige Frau, eben mit einem Messer und einem Nudelwalker getötet hat. Und dass das Verfahren bei der Abschiebung eben noch nicht so funktioniert hat, dass er eigentlich schon abgeschoben werden hätte können. Was sagen Sie dazu? Es gibt für dieses alles Rechtsgrundsätze, die würden wohl eingehalten worden sein. Aber noch einmal, ich finde das, wir wissen in absehbarer Zeit vielleicht mehr, ich finde das für völlig falsch und zurückweisenswert, und das muss auch Ihr Sender zur Kenntnis nehmen, dass man nicht innerhalb weniger Stunden alles Mögliche kommentiert daher erzählt, wo noch nicht einmal, jedenfalls es mir möglich ist, hier die Fakten überprüft zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie in Ihrer Frage nicht falsche Fakten behauptet haben.